Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es nochmal einen Vlog, denn heute und morgen ist die Glow. Wie ihr seht, ich bin schon dabei, mich irgendwie fertig zu machen. Es ist 7:30 und ja, das Ganze hier muss jetzt mal in Ordnung gebracht werden. Bitte, wie geil das ist. Oh, alles kaputt. Guck mal bitte, wie geil das gerade aussieht. Wisst ihr, was übrigens auch richtig geil ist? Auch richtig praktisch. Aufgepasst. Dass der Film so gut funktioniert. Finde ich eine gute Sache. Und deshalb werde ich jetzt, weil ich ja eh so super viel Zeit habe, noch kurz zur Tara hochgehen und ihren Film klauen. Hallo. Hallo, guten Morgen. Ach, schön. Die habe ich gerade auch noch mit benutzt. Und bei mir sieht es auch so aus. Ich habe meinen Tisch sogar noch da vorne gestellt. Boah, bei dir kommt ja richtig Sonne rein. Geil. Ja, jetzt, als wo du reingekommen bist. Wie romantisch. Oh. Okay. Ja, mein Film funktioniert ja immer noch nicht. Deswegen. Bei der ist ein Bahn. Okay. Dann. Bist du hierfür oder mitnehmen? Boah, ja, warte, dann muss ich dir den nicht wiederbringen. Aber geil, oder? Du hast diesen Dyson-Föhn. Das kommt mir so richtig wie so ein Placement. Oh, ich habe meinen Föhn vergessen. Aber du hast den Dyson-Föhn. Nein, das ist kein Placement, aber ist der gut? Der ist voll gut, probier ihn aus. Okay, voll eng, ne? Weil Leute, guckt mal bitte, wie meine Haare aussehen, wenn ich mit nassen Haaren schlafe. Vielleicht sollte ich die auch einfach so lassen, oder? Ja, danke. Geil. Geile Delle. Hammer. So, Tara und ich sitzen jetzt im Shuttle und fahren auf die Glow. Und alle haben gesagt, dass es wohl diesmal riesengroß ist. Ich weiß nicht, du warst auch noch nicht, nee, du warst auch noch nicht da, ne? Nein. Nee. Heute Morgen heimlich. Schon mal alles abgecheckt. Ja, was soll wohl riesengroß sein? Ich bin mega gespannt. Also dieses Jahr wird noch mal ganz anders, glaube ich. Vor allem diese 2 Tage. Das wird schon krass. So, erstmal Panik. Ich hatte gerade kurzzeitig mein Handy verloren. Es ist aber Gott sei Dank im Shuttle und wieder aufgetaucht. Ich dachte so, doch nicht jetzt, ich habe auch nur mein Handy verloren. Immer nach hinten gucken, wenn ihr irgendwo hingeht, ob ihr nicht vielleicht auch euer Handy irgendwo vergessen habt. So, wir haben jetzt ein Interview, Tara und ich. Und dann geht's gleich zum roten Teppich schon und dann haben wir mit dem Greet. So, wir gehen jetzt zum nächsten Interview. Tara und ich haben heute alle Interviews zusammen. Das war nicht schön. Hammer. Das ist echt gut. Alle stehen immer so in diesem kleinen Licht. Wie gesagt, wir gehen jetzt zum nächsten Interview und wir müssen gleich mal schon auf Essenssuche gehen. So, eben erst gefrühstückt, aber auch nur voll wenig, weil wir keine Zeit hatten. Und ja, deswegen schauen wir mal, was das Buffet heute so hergibt. Okay, wir müssen gehen. Der Manager ruft. Die Tara hat mir auch netterweise ihre Jacke geliehen, weil ich so schlau war und dachte, ich komme im Kleid. Ist ja auch gar nicht kalt oder so. Nö, und vor allem gerade erst von meiner Blasenentzündung erholt. Weiß ich im Kleid. Das ist natürlich eine gute Idee. Aber für morgen. Für morgen habe ich keine Hose. Das ist auch gut. Ich verstehe das kurz nicht. Haben wir schon Weihnachten? Ich bin verwirrt. Ich bin verwirrt. Wir haben den 4. November und die kommen mit Weihnachten. Nein. Oh nein. Das ist fast Weihnachten. Furchtbar. Aber es sieht schön aus. I'm just going with the gut. Never had a doubt, fell
like this is just a must. Put me in perspective, I'm the deepest in the cut. Everybody tuning in, but this is just for us now. We know I ain't ballin' yet. Hoes wanna holler, oh no, I don't call them back. Girl, let me see you hold it down, we gon' have a blast. Cause I just wanna know what you gonna do with all of that. Telling you're the right girl, so I can only say that it feels right. It feels right. Meinst hier richtig ernst? Hier gibt's Glühwein. Merry Christmas. Wir haben den 4. November. Ich wiederhole das nochmal ganz kurz. Ich nehme einen Glühwein. Du nimmst einen Glühwein? Ich kenne dich gar nicht. Das ist das Essen. Es gibt wieder so Quinoa-Zeug. Es gibt nie einfach Pommes. Und Chia. Entschuldigung, es ist auch noch Chia. Auch das noch. Ist ja noch schlimmer. So, jetzt geht's weiter und zwar zum Meet and Greet. And look who I met. Oh, hi! Wir sind auf dem gleichen Display tatsächlich. Also es gibt ein Display, da ist Carly Balbe, Sean und ich drauf. Das ist richtig cool. Richtig cool. Okay, wir sollen schnell gehen. Okay. Das Licht hat sich bis heute nicht verbessert bei der Glow. Es ist immer noch von oben. Aber wir haben schöne Hintergründe. Das ist alles so weihnachtlich. Du hast so richtig schön Griff, auch nicht so. Ich weiß, wenn du dich aufmachst und ich sag mal, siehst nicht aus wie 32, kann man sagen. Also bei den letzten Volkskonzerten früher, da ist man durch die Halle gegangen und hat geschrien, was noch Freude ist. Wenn ich euch jetzt frage, wer noch Goodies haben will, dann könnt ihr euch nicht einfach melden, wir sind noch nicht in der Schule. So, wer möchte noch Goodies haben? Ich habe so heftige Fußschmerzen. Und morgen habe ich auch keine flachen Schuhe an, sondern noch viel, viel schlimmere, mit einem viel schlimmeren Absatz. Hallo! Und ja, da muss ich dann jetzt durch. Ne? Jetzt haben wir noch den Panel-Talk auf der Bühne und dann noch ein Interview und dann geht's auch zurück ins Hotel. Und da werde ich dann wahrscheinlich auch wieder die ganze Zeit einfach nur im Bett chillen und nichts mehr machen. Gar nichts. Hallo? Dagi, wo bleibst du denn? Find the right words, and there's no way this is real life. There's no telling you're the right girl, so I can only say that it feels right. It feels right, it feels right. Yeah, I can only say that it feels right. It feels right. Wir sind jetzt fast durch und tatsächlich habe ich es doch gebackt und mir
ehrlich, Glühwein geholt. Ich weiß nicht, warum ich das in dieser Jahreszeit mache, aber... Also jetzt hat man auf jeden Fall richtige Weihnachtsstimmung. Ich sag mal Prost und wir sehen uns dann gleich im Hotel wieder. Und guck mal, wer hier neben mir sitzt. Schatzi! Hallo, sie ignoriert mich einfach. Hallo! Hallo Baby! Hallo du Wollknäuel! Boah, die ist ja richtig interessiert an mir, also ist ja der Wahnsinn. Bitte nicht so aufdringlich. Mann! Auf jeden Fall haben wir schon mal ein korrektes Licht, ne? So. So. Hier geht's wenigstens ein bisschen Licht. So, also wir sind jetzt im Hotelzimmer und wir haben uns Pizza bestellt, die liebe Tara und ich. Ich hab deine. Oha, deine sieht ja richtig... Oh, aber meine sieht auch geil aus. Oh. Und wir werden jetzt essen und ich werde schlafen. Tara, gehst du noch auf die Aftershow-Party? Du gehst eh, oder? Nicht? Ich will nicht, aber ich muss. Okay. Ich gehe nicht. Ich gehe jetzt gleich schlafen. Ich werde jetzt gleich mal wieder eine Gesichtsmaske machen und dann gehe ich einfach pennen. Weil morgen ist ja wieder ein Glow-Tag und deshalb werde ich jetzt diesen Vlog hier beenden, bevor die Pizza kalt wird und wir sehen uns dann morgen wieder. I can never ever find the right words, and there's no way this is real life. There's no telling you're the right girl, so I can only say that it feels right.